Dukes Time Out. Servus zu unserer neuen Rubrik Menschen, die aus der Basketballhalle nicht mehr wegzudenken sind. Wir besuchen heute Sportsbar-Chef Dalibor Josic. Hallo Dalibor. Servus, Bursch. Servus, hallo. Grüß dich. Hallo. Gruß an die BK-Gemeinde. Dalibor, wie kam es eigentlich dazu, dass das Basketballfeuer in dir entfacht wurde? Das ist ganz einfach. Ich bin im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen. Die ersten 10 Lebensjahre habe ich dort verbracht und bei uns war Basketball und Fußball immer ein großes Thema. Mein Verein Cibona Zagreb ist 85, 86 Meister geworden, also Sieger des Cups der Landesmeister mit dem unvergesslichen Dražen Petrović und ich bin selber Fan, habe mit Dinamo Zagreb und meinen Vereinen mit der kroatischen Nationalmannschaft die Welt bereist und Europa. Und natürlich hier kam das eine zum anderen. Ich seit 11 Jahren schon hier und die Spieler, der Trainer, der Coach Salomon, jeden Tag bei mir auf dem Café, plaudern jeden Tag mit den Spielern. Und natürlich, da wächst man mit der Mannschaft und mit dem Team zusammen. Wenn man mitten darin arbeitet, und jetzt kann ich mittlerweile sagen, ich habe 3 Vereine, Dinamo Zagreb, Rapid Wien und die Dukes. Ja, dann Prost, ne? Prost. Prost.